So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Quest. Und wir gucken mal, was gerade so noch hat. Irgendwas ist. Warte mal. Haben wir die. Ist sie stärker als wir? Ne, alles ist. Eigentlich alles stärker. Schwächer sogar. Warte mal, Nahkämpf-Dinger. Ja, kann alles so schwächer sein. Wir größer als alles von den Lucky Tiles haben. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal nichts weiter. So, alles klar. Auf jeden Fall machen wir heute. Reitwort könnte auch dahin, den Fremden killen, ne? Reitwort wäre auch eine Idee. Weil wir sind jetzt Level 29, wir sind ein Level drüber über ihm. Okay. Eigentlich nicht so. Warte mal, ich muss aber eigentlich die Quest machen mit der. Ah, doch, wir haben einen Fähigkeitspunkt, fällt mir gerade ein. Aber rein theoretisch lasse ich das erstmal so alles sein, weil wir haben, glaube ich, eh keine weitere Aufgabe, keine weitere Sache. Ne, wir haben, glaube ich, gar nichts gerade, wo wir erlernen können. Wir müssen also sparen, mehr oder weniger. Gut, das werden wir dann auch definitiv erstmal. Oder mal, da könnte man theoretisch was lernen. Ah, das ist auch gesperrt, ne? Das können wir erst lernen, wenn wir dann alles andere frei haben. Nahkampfangriffe. Nur 1%, geil. Okay, aber ist jetzt egal. Gut, was machen wir heute? Ja, ich glaube, ich würde sagen, wir starten heute durch mit Sobex. Oh. Mit Sobex. Ah nee, warte mal, wir haben noch eine Quest. Eine Nebenquest. Wenn wir gerade schon danach sind, wenn die Nacht hereinbricht, das können wir doch machen doch. Das ist gar nicht mal so weit weg eigentlich, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo die ist, die Quest. Die ist hier oben. Und da sind wir direkt in der Nähe, das ist gut. Das Nitria haben wir nämlich als Dings haben. Dann holen wir dann Zahn, das Reittier, aber ich denke mal, wir werden eh kein neues kriegen müssen. Ja, dann machen wir das doch glatt mal. Den machen wir das doch mal. Dann machen wir mal ein paar alte Quests. Okay, geht nicht kaputt. Warum auch immer. Mein Beileid. Sie befindet sich am Ort Nordeingang der Natronmine. Quasi hier hinten. Moinsen! Ja, hallo. Sag an, was du willst. Schön, dich zu sehen, Namrud. Nefertari hat Verstärkung geschickt, wie ich sehe. Sein Name ist Bayek, ein guter Freund von Nefertari. Ich bat ihn mitzukommen und er war netterweise einverstanden. Ich schätze, das sind wir alle. Ich höre, ihr habt Ärger. Ich bin Nefertari etwas schuldig. Aber wenn dem so ist, folge mir und bleib in der Nähe. Vor uns liegt eine weite Reise. Dann lauf doch nicht weg. Der Weg zu der Mine war frei. Aber das heißt nicht, dass er es auf dem Rückweg... Komm her, ja. Sei auf alles vorbereitet. Oh. Ja, darf man erstmal sein Reittier in Ruhe holen oder was ist los? Du scheinst bekümmert, Namrud. Warum so zögerlich? Ich weiche nicht gern vom Plan ab. In diesem Land wimmelt es von Gefahren. Banditen, Soldaten, die Wildnis.
Deshalb reisen wir auch nur bei Nacht. Das hilft, Ärger zu vermeiden. Wo lagert ihr? In einer verlassenen Feste im Westen. Das ist unser Rückzugspunkt. Rückzug von was? Von einem Angriff auf ein nahes Lager. Dort waren mehr Soldaten als gedacht. Wir hatten große Verluste. Wie viele Verwundete? Genug. Deshalb ist die Nähe zu der Mine von entscheidender Bedeutung. Jetzt auf jetzt. Heiler wirken wahre Wunder. Oh, muss ich denn jetzt nicht? Glück, dass Nefertari uns das erlaubt. Sie hat ein reines Herz. Riskiert ihren Kopf. Immerhin gehört diese Mine dem Regime. Ja, dann holen wir uns die scheiß Soldaten noch, weil die mir auch noch mit so einer. Komm her jetzt hier. Ach Mann. Oh, das war keine Absicht. So. Können wir unsere Reise jetzt irgendwie fortsetzen oder? Ach, gehen wir nicht auf den Sinkel. Entschuldigung, also ein kleiner Zwischenfall. Sag mal, lasst euch doch nicht von den scheiß NPCs so abkochen die ganze Zeit. Das geht mir auch ein bisschen auf den Senkel. So. Haben wir es jetzt oder? Da ist noch einer. Also ich habe jetzt immer gerade mit den scheiß Soldaten zu tun zu haben. Jetzt oder ist mir jetzt gut? Hopp, und weiter geht's. So, mir kommt sofort, als wären wir schon mal hier gewesen. Jetzt hoffe ich mal ohne weitere Zwischenfälle. Wenn wir die Brücke überquert haben, liegt das Gröbste hinter uns. Was für eine Brücke? Die da vorne, oder was? Das ist es. Wenn wir erst drin sind, musst du mir bei den Verwundeten helfen, während Sophia das Natron vorbereitet. Okay. Hoffentlich haben wir nicht noch mehr Verluste. So, Schatzplünder. Ich baue auf. Bayek, du folgst Namrud. Er zeigt dir, was zu tun ist. Ja, okay. Diese Männer, schaff sie nach hinten, zu den Öfen. Hier, so, in einer Reihe. So ist es einfacher für Sophia. Eure Bande ist viel kleiner, als ich dachte. Klein, aber einig. Wir kämpfen jeder für jeden. Ich bin genau wie sie. Nur haben die Götter mich verschont. Nummer eins. Kalt. Sag mal, machst du eigentlich noch was? Machst du eigentlich noch was? Außer hier rumzukreuchen, zu laufen? Komm mal her, mein Freund. Stöhne ich so. So. Erledigt. Sie sind schwer verwundet. Aber sie überleben, wenn Sophia nur halb so gut ist wie Nefertari. Du und Nefertari seid alte Freunde. Sowas in der Art. Sie rettete mich, nachdem ich Rudyak getötet hatte. Du warst es also, der ihn getötet hat, ha? Huh? Ich kann es kaum glauben. Bei den Göttern! Das Leuchtfeuer!
Das Feuer alarmiert das Regime. Sie haben uns gefunden. So, wie dürfen wir uns mit den Typen anlegen, ne? Ja, machen wir doch gerade. Bogenschützen, haltet euch bereit! Tötet die Verwundeten zuletzt! Widerstand ist zwecklos! Ihr seid unterlegen! Legt die Waffen nieder und ihr tötet euch schnell! Lieber ramm ich dir mein Schwert in die Kehle! Wer sich gegen Ptolemaios stellt, wird sterben! Wer sich mit mir anlegt, stirbt! Der da kämpft auf der Seite der Rebellen! Was für ein Gast! Scheiße, das war nicht tatsächlich. Sag mal, jetzt ist es echt gut. Warum? Der steht vor dir. So, ihren eigenen Tint hat man so. Haben wir noch irgendwelche Feinde da irgendwo? Ja, da oben ist so einer. Das bist du nicht. Na ach! Die Soldaten zu uns? Ich werde nach den anderen sehen. Geh und kümmere dich um Sophia. Die muss ich wahrscheinlich jetzt auch noch töten. Würde ich jetzt. Nein! Bleib mir bloß vom Leib! Du kannst mich mal! Komm her jetzt hier! Warum? Jack, ich liebte ihn. Wir wollten ein besseres Leben. Du nahmst ihn mir. Oh, ich verstehe. Du warst Rudjeks Mätresse. Tja, dein Liebhaber hat meinen Sohn getötet. Ich empfinde kein Mitleid. Ach, du solltest sterben. Eine Schande. So ein hübsches Ding. Es ist kein Platz für Schönheit in unserem Krieg. Der Tod lässt uns Dinge tun, die wir bereuen. Sie täuschte uns beide. Eure Männer? Der Leichenstapel wächst weiter. Wir pflegen die Verletzten selbst. Wir können keinen neuen Heiler holen. So. Und die relativ einfache Quest, das waren jetzt mal circa eine Viertelstunde, hat uns 3000 Erfahrungspunkte gebracht. Damit haben wir relativ viel jetzt getan, schon wieder in den... Aua. Ich halte ihn mal kurz auf. So, wieder fertig. Krasse Scheiße, Alter. Warte mal, die müsste ja hier unten. Liegt die hier? Kann ich hier noch ein paar plündern? Kann ich da noch was mitnehmen oder was? Ach, hier unten liegt sie. So, du Verräterin, komm mal her hier. Wenn ich irgendwo noch ein Feuer hast hier brennt. Theoretisch schade eigentlich. Frage, kann ich das? Ohne weiteres machen? Ha. Schade, okay. Schade, ich hätte jetzt gehofft, dass ich jetzt vielleicht das Feuer entzünden kann.
Dass ich die vielleicht nochmal... Oder warte mal, das kann ich doch mit dem Pfeil bestimmt machen, oder? Okay, dann ja nicht. Ich war eigentlich jetzt geabsichtigt, dass ich die jetzt... Naja, gut. Wie dem auch sei, wir haben jetzt die Aufgabe erledigt. Jetzt haben wir drei Missionen noch, drei Quests noch. Also so extrem. Shadias Ruhe und der Weg der Gabianer. Ansonsten haben wir alles spontan. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal, wir haben noch 30, 35, 37. Oh, hier ist noch eine Krankheit. Hier ist noch eine weitere Quest. Vier sind's. Die machen wir auf jeden Fall noch als nächstes. Dann sind wir fast dann schon Level 30. Gut, ich bin sagen, wir machen Feierabend weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Tschüss.